Vibes. Heute möchte ich bauen ein Hochbett. Dafür brauche ich vor allem wieder das hier. Mein Herberts Top Collection Messer, das muss heute wieder ordentlich herhalten. Na, mal schauen. So. Da haben wir hier hinter mir ein paar Bäume. Sieht man, glaube ich, jetzt gut genau. So ein Dreieck haben wir hier. Ein Baum. Der zweite. Und der dritte. Heute ist viel Schwarm. Deswegen habe ich lange Sachen an. Eigentlich wegen der Zecken. So, dann ist mein Plan. Ich möchte gerne hier ein stabiles Holz nehmen. Und hier auch. Und hier auch. So ist der Plan. Und dann hat man hier so ein Dreieck ringsrum. Hölzer habe ich schon gesammelt. Hier habe ich schon mal eins. Hier habe ich schon das zweite. Sind recht dick. Na, also kriegt meine Hand so drum. Und die zwei längeren für die längeren Strecken von hier nach da und von dort nach dort. Und das, was eben so schön gebrochen ist, das ist einfach zu morsch, das ist mir gar nicht aufgefallen. Dann nehme ich das hier, weil das ist noch ein bisschen stabiler und das reicht für die Strecke auch. Genau. Was ich jetzt bräuchte dafür, wäre Schnur. Die habe ich aber noch nicht. Und da müsste ich jetzt mal suchen gehen. Meine Wasserflasche ist immer wichtig, Wasser. Also Wasser müssen wir, egal was wir machen im Wald, immer mitnehmen. Es sei denn, man hat jetzt Wasserfilter dabei oder so und kennt ein paar Quellen, dann ist das schon wieder anders. Ja, und jetzt suche ich mir halt die vom Unwetter runtergefallenen frischen Äste. Und da will ich mir Rinde runterschälen. Die könnte ich halt nehmen als Strick. Jetzt zeige ich das gleich. Und bis dahin richten wir uns mal noch aus. Gucken, wo hier was ist. Wie unser Bett dann eigentlich steht, so Himmelsrichtung technisch. Da ist Westen. Norden. Osten, Süden, ganz klar. Das heißt, das Kopfende hier ist dann Richtung Westen. Also jetzt war ich gar nicht so weit suchen. Hier hinter mir, da liegt ein Stamm. Den hat es umgewählt, der ist doch ganz fresh. Und da will ich mal gucken, ob das jetzt klappt. Also so schlecht war es nicht. Ein bisschen was habe ich zusammenbekommen. Jetzt gucken wir mal, wie wir das gleich weitermachen. Ich habe ein bisschen geschwitzt auch. Okay, also das ist hier so ein Stück Baumrinde. Und das Schöne ist, da kann man jetzt wirklich das hier so, ja, ich mache mal ein bisschen höher, wo auch mein schönen Hut sieht. Da kann man das jetzt hier so tatsächlich binden und kriegt damit Sachen wahrscheinlich auch befestigt. Okay, dann werde ich mal versuchen, diese jetzt hier zu befestigen. Dann nehme ich das am besten mal mit rum. Jetzt habe ich so geschwitzt und jetzt hält das gar nicht. Ah, ärgerlich. Na gut.
Ja. Leider. Wie gewonnen, so zu Ron. Ah. Für solche Fälle habe ich natürlich eine Trickkiste bei. Hier. Und da habe ich dann einen Marker. Oder besser gesagt, die Schnur ist ja eine Schnur. Die habe ich hier drum gewickelt und mir dann hier noch was dran gemacht. Die wird dann heute dran glauben, dann mache ich das wieder neu zu Hause. Aber ich habe so immer Schnur bei für alle Fälle. Fälle wie heute. Also ich glaube nicht, dass ich wie Remo mich da jetzt schon draufhängen könnte, so, dass es dann halten würde. Deswegen habe ich überlegt, ich stelle mir Astgabeln hier nochmal drunter zur Verstärkung und da auch dann. Die muss ich jetzt aber erst noch finden. Und dann wird später, das mache ich heute nicht mehr, lege ich hier so Hölzer drüber. Zack, 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 ganz bis, ne? Soll ich nochmal machen? Zack, 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 zack. Bis zum Ende. Dann ist das wie so ein Lattenrost. Jetzt habe ich auch schon festgestellt, dass es auch recht hoch ist. Also ich mir echt auch überlegen muss, dann, wie ich da überhaupt hochkommen will. Ich könnte es aber auch als Dach verwenden. Eigentlich auch nicht schlecht, ne? So als Regendach dann. Vielleicht mache ich das erstmal so. Also, jetzt habe ich 3 Astgabeln gefunden. Eine. 2. Hinten dann die 3. Also hier. 3. Und jetzt mache ich mal den Remo-Test und hänge mich da mal rein und gucke mal, ob es zusammenbricht oder vielleicht hält es auch. Wir werden sehen. Klasse. Also Fakt ist, bombenfest ist ganz was anderes. Mal schauen, ich suche mal ein paar Hölzer und dann melde ich mich gleich wieder. So, jetzt habe ich hier ein paar Hölzer gesammelt. Das Gute an dem, das ist ja nach dem Unwetter heute. Da liegt natürlich einiges rum. Wobei ich schon wieder sehe, das hier ist wahrscheinlich wieder nicht so sehr stabil. Aber heute dann doch lieber ein Dach. Hier passt es gut hin. Und dann müssen jetzt der Länge nach hier die Hölzer drauf. Solche Sachen. Hier diese überstehenden Dinge. Das mache ich dann einfach weg. Ich kann jetzt ja einfach mein Zeug dranhängen. Die Ausrüstung. Also die Ausrüstung. Nicht so besonders viel drauf. Da muss ich jetzt das ganze Dach mit solchen Hölzern voll machen. Dazu suche ich mir jetzt wieder noch ein paar Hölzer. Das mache ich jetzt eben. Also geht das jetzt immer weiter. Mal kurzer Zwischenstand. Ah, so viel mehr ist jetzt noch nicht drauf. Aber es wird langsam. Langsam, aber sicher. Kann man ja vielleicht schon erkennen, was es werden sollte. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Survivor-Trick. Manchmal sind ja Äste recht stabil und dann kriegt man die nicht passgenau gar gebrochen, wo man das will. Und da habe ich mir jetzt hier so eine Art Astbaum, 2 Bäume, die dicht zusammenstehen. Da kann ich das jetzt hier dazwischen klemmen. Und dann bricht es halt genau da, wo ich möchte, dass es bricht und nicht irgendwo anders. So. Und dann habe ich jetzt hier 3
verschieden große für das Dreieck. Genau. War nicht so schlecht. Hat mir Remo gezeigt, finde ich, funktioniert gut. Das also hier ist das Hochbett Deluxe, Lattenrost vom Feinsten. Daunendecke braucht man nicht, ist so bequem. Also hier könnte man drauf schlafen, wenn man denn dann wollte. Natürlich kommt jetzt hier drauf dann noch so Laub, Tannenzweige und solche Dinge, um das Ganze noch ein bisschen angenehmer zu machen. Aber ich freue mich, dass ich soweit schon mal gekommen bin. Ich muss jetzt da drauf, mal gucken, ob es Titanic ähnlich mit mir untergeht. Wie ich jetzt hier drauf komme, ich bin mir nämlich ganz sicher. Das war der zweite Versuch, aber ich gebe es nicht auf. Irgendwann baue ich ein Ding, das hält. Scheibenkleister. Scheiße. Blöd. Viel Zeit, wenig Effekt. Ja, schade. Okay. Oh, und jetzt bin ich wirklich froh über das Wasser, was ich mitgenommen habe. Und sage, liebe Freunde des Waldes, ich sage jetzt tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, die Natur ist unser Freund und nicht unser Feind. In diesem Sinne halten wir den Wald schön sauber. Apocalypse.